meine Lieben, heute gibt es endlich mal wieder ein Tutorial von mir und im Zusammenhang mit einem Haartutorial, welches ihr morgen sehen werdet. Das habe ich schon gefilmt. Um jetzt mal total wie die alte Fasnacht hinterher zu kommen, dieser Look ist mein Lieblingslook vom Jahr 2011. Ihr habt vielleicht schon sehr viele Videos hier gesehen auf YouTube von den Lieblingsfavoritenprodukten im Jahr 2011. Ich mache euch heute ein Lieblingslook 2011 Video. Ist ein sehr tragbarer Look, den ihr natürlich auch im Alltag tragen könnt oder wenn ihr weggeht oder wenn ihr essen geht. Ist natürlich immer jedem selbst überlassen. Und dann in Kombination diese schöne, schicke, rockige Frisur, die ich auch in letzter Zeit sehr gerne trage. Und ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Lasst mir ein paar schöne Kommentare da und wir sehen uns morgen nochmal mit diesem Haartutorial. Ciao! Nachdem ich meine Foundation aufgetragen habe, nehme ich die Too Faced Shadow Insurance, um mein Augenlid für den Lidschatten vorzubereiten. So, ich benutze jetzt Cork, um praktisch mein Auge zu definieren. Ich werde Cork, wie ihr gleich sehen werdet, sehr weit hoch auftragen, also fast bis unter die Augenbraue. Aber einfach nur, weil ich sehr viel Platz habe zwischen meinem Auge und meiner Augenbraue. Aber es gibt natürlich auch verschiedene Augenformen und Gesichtsformen. Wenn ihr zum Beispiel weniger Platz zwischen eurem Auge und eurer Augenbraue habt, dann würde ich das nicht so weit hochblenden. Also ich würde das nur in der Lidfalte dann lassen und leicht über die Lidfalte vielleicht blenden. Aber wenn ihr wirklich so viel Platz habt wie ich, könnt ihr da so ein bisschen mehr das Braun auslaufen lassen. Und ich lasse es hier hinten auch noch so ein bisschen ausfedern, aber nie weiter als die Augenbraue. Also ich lasse es bis hierhin ungefähr. Das ist immer so eine kleine Linie, die ihr euch im Kopf halten könnt. Also ihr solltet nie hinter die Augenbraue praktisch rausblenden. Das sieht nicht so toll aus. Ihr könnt natürlich auch eine hellere oder eine dunklere Farbe wählen, je nach eurem Hautton. Diese tragt ihr dann einfach auf und blendet, bis die Farbe richtig schön verblendet ist. Dann trage ich meinen Lieblingslidschatten von MAC Woodwinked als Eyecatcher auf dem ganzen beweglichen Augenlid auf. Und dann blende ich die Farbe noch etwas aus, um sicherzustellen, dass alles perfekt ist für den Lidstrich. Als nächstes trage ich einen Gel-Eyeliner auf, hier den Gel-Eyeliner von MAC in der Farbe Black Track. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Schritt natürlich weglassen, aber bei meinem Augen-Make-up gehört eben der Eyeliner dazu. Also trage ich den Eyeliner in meinem typischen Katzenaugen-Stil auf. Als nächstes trage ich meine Lieblingsmascara auf. Das ist die Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Blacks. Und ich zeige euch gleich mal so einen kleinen Unterschied. Und zwar hier seht ihr das getuschte Auge und hier das ungetuschte Auge. Und man sieht wirklich einen riesen Unterschied. Das macht sie auch zu meiner Lieblingsmascara. Und weil viel nie genug ist, trage ich jetzt auch noch künstliche Wimpern auf. Und zwar, das hier sind die von NYX in der Nummer 103. Dazu benutze ich den Duo-Kleber, und zwar den dunklen. Ihr könnt diesen Schritt natürlich wieder weglassen, aber ich hatte gerade Lust auf mehr Wimpern. Dann trage ich noch einen bärigen Blush auf. Ich habe hier zwei zur Auswahl. Einmal MNY Nummer 501 und einmal MAC Plum Foolery. Ich habe mich dann für den rechten von MAC entschieden. Hier mache ich mein Blush Face. Also da tragt ihr am besten den Blush auf, wenn ihr so ein kleines fishy Lachface macht. Auf den Lippen habe ich bereits den MAC Lip Pencil in der Farbe Spice. Darüber trage ich dann noch ein bisschen von dem Lippenstift in der Farbe Hue auf und ich finde die Kombination einfach wunderschön. So, damit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat der Look gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt oder auch dieses Haartutorial, was ich morgen hochladen werde, dann könnt ihr unten in der Infobox klicken oder einfach hier aufs Bild. Ansonsten wartet bis morgen ab und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao!